Ein herzliches Hallo, ihr wundervollen Seelen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hey, könnt ihr mich sehen und hören? Bin ich schon zu sehen? Ja, das funktioniert schon. Das ging jetzt aber flott, deswegen weg. Ja, also ich bin zu sehen und zu hören. Also, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Die Bildqualität ist diesmal wieder nicht ganz so gut. Aber so langsam, das müssen wir jetzt mal switchen, dass die Bildqualität ab jetzt sofort wieder richtig mega gut ist. Aber die Tonqualität ist gut. Ja, ich sehe schon hier, ja, genau. Ja, super, perfekt. Sehr schön. Dann freue ich mich schon. Ja, guten Abend, Angela, hallo. Ja, sehen und hören, super, perfekt. Vielen Dank. Dann können wir auch gleich loslegen. Und ich sage, einen wunderschönen Montagabend wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Seelenbotschaft für erfüllenden Erfolg mit deinem Coaching-Business, Herzensbusiness, Seelenbusiness. Möge es dich inspirieren, möge es dich ja dazu inspirieren, dass du immer mehr deine Einzigartigkeit lebst zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Super. Dafür dient das Ganze auch. Und schön, dass du hier bist auf Facebook, aber auch natürlich in der Berufungslounge. Auch auf YouTube. Ja, genau. So schön, dass ihr da seid. Genau. Kommt alle rein. Sehr schön. Ich sehe schon Sabine, Angela, Andrea. Schön, euch wieder zu sehen. Schreibt mir gerne rein, wie es euch geht. Gebt mir gerne ein Herzchen. Darüber freue ich mich ziemlich. Also von Herz zu Herz, so, das ist schon richtig cool. Genau. Also, es erwarten euch wundervolle Botschaften. Und tja, was soll ich sagen? Spürt schon mal rein, welche Zahl die eurige ist. Welche Zahl die eurige ist. Genau. Sehr schön. Spürt, ist es die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 oder ist es eine Zahlenkombination? Wie auch immer es ist, wenn, egal was jetzt hochkommt, das ist genau die Zahl. Genau. Ich bin schon inspiriert, wenn ich dich sehe. Yes! Es ist, ach, Herzchen zurück. Sehr schön. Sowas liebe ich natürlich. Solche wundervolle Aussagen, wirklich von Herz zu Herz. Schreibt's gerne rein. Das lese ich super gerne und das spüre ich natürlich super gerne. Genauso. Und ja, sehr schön. Also es ist mir ein Herzensanliegen tatsächlich mit dem Thema, ja, mit der eigenen Erfüllung, vor allen Dingen im beruflichen Kontext, vor allen Dingen auch, wenn wir ein Business haben oder ein Business haben möchten. Und gerade eben dieses Thema Seelenbusiness, Lichtarbeiter, Coaches der neuen Zeit. Egal, was du, mit was du an den Start gehst, aber wo du einfach das Gefühl hast, es ist, ja, das ist nicht mehr so, wie es die ganze Zeit war und es dient vor allen Dingen das, was du machen möchtest oder machst, das dient nicht nur dir, das dient dem Allgemeinen. Und das ist so wichtig, dass wir wegkommen von dem, was kann ich jetzt mir nur noch Gutes tun, was mache ich, damit ich noch höher, schneller, weiter und so weiter gehe, sondern auch dieses zu verstehen, dass sozusagen im Dienen, ja, ich weiß, viele mögen dieses Wort nicht, mochte es auch lange nicht, weil für mich dieses Wort Dienen so, ach oh Gott, ich muss mich jetzt kleiner machen. Aber im Grunde diesen Dienst, dem Allgemeinen zu dienen, also in diesem Geben bist du gleichzeitig empfangsbereit. Und das ist das, was viele Menschen immer noch nicht verstehen. Viele gucken immer noch, dass sie ihr Business machen, dass sie ihr Ding machen, was auch grundsätzlich okay ist, aber wenn du das nicht für das große Ganze machst oder für einen Teil des großen Ganzen machst und nicht bereit bist, sozusagen da wirklich aus vollem Herzen zu geben, aber auch gleichzeitig zu empfangen, wenn du nicht bereit bist, diesen Kreislauf zuzulassen, wird ein Seelenbusiness, ein Herzensbusiness immer schwierig für dich sein. Und genau an diesem Thema möchte ich rütteln, weil da ist noch so viel Entfaltungspotenzial. Nur so wenig Menschen, wirklich so Anzahl der Menschen nutzen tatsächlich schon das oder machen genau das, was sie wirklich wollen, vor allen Dingen nicht eben auch im beruflichen Kontext. Und ich träume von dieser wundervollen Welt, wo wirklich jeder seine Berufung lebt. Und ich weiß, das haben wir schon so oft gehört,
Genau, Dean heißt auf Englisch einfach nur Service. Ja, genau, sehr schön, danke. Ja, ich träume von dieser Welt schon so lange. Ich hab diese Analogie schon öfters mal auch erzählt. Also ich hatte irgendwann mal diese Vision von diesem Mega-Marktplatz. Und zwar wirklich auf dieser, jedes Mal, wenn ich drüber spreche, dann Gänsehaut von Kopf bis Fuß, dieser Mega-Marktplatz. Und da gehe ich hin und dann nehme ich mir einfach, was ich brauche. Und ich brauche super gerne Schuhe und tolle Klamotten, vielleicht tolle Handtaschen oder toller Schmuck oder ein super Feigenkorb oder was auch immer. Und ich nehme mir das einfach weg, weil es einfach da ist. Und so ist es, jeder geht dahin, wo er etwas braucht und jeder bietet auch genau das, was er hat. Der einen, der die Feigen gepflückt hat und sie anbietet, der andere, der die tollen Handtaschen macht, der andere, der die wundervollen Schuhe herstellt und so weiter. Und jeder bringt genau das ein, ja, was sozusagen die Leidenschaft ist, diese Einzigartigkeit, wo wir uns ausdrücken können. Und das ist so wundervoll. Ja, ich weiß, es ist noch total Utopie, aber echt alles, alles, ja, entsteht aus einer Utopie, aus einer Idee. Und weißt du, der Punkt ist der, wenn das nicht möglich wäre, wenn es sozusagen nicht im Feld der unendlichen Möglichkeiten bereits existieren würde, ich weiß, das wird jetzt für viele ganz schräg, aber wenn das nicht existieren würde, könnte ich es nicht denken. Könnte ich diese Idee gar nicht haben. Also, ergo, gibt es diese Variante schon irgendwo da draußen. Ja, im Feld der unendlichen Möglichkeit. Und je mehr wir uns darauf konzentrieren, und da kommt jetzt das hier ins Spiel, warum ich das hier auch mache, damit wir uns immer mehr darauf konzentrieren, uns bewusst machen, was wir wirklich wollen und uns erlauben, mit unserer Einzigartigkeit wirklich nach außen zu gehen und nicht mehr uns klein machen oder unsere Ziele minimalisieren oder sagen, na ja, das gibt's noch nicht und so weiter. Also wirklich an dem vorbeilaufen, was wir wirklich wollen. Ich möchte hier wirklich dich inspirieren, dass du wirklich diesen Schritt gehst in deine einzigartige Großartigkeit und vor allen Dingen mit deinem Business. Wenn du, wie gesagt, ein Coaching-Business, Herzensbusiness, Seelenbusiness hast, dann bist du hier perfekt. Denn durch diese Botschaften, wie gesagt, du kannst wählen, welche Zahl die deine ist. Das Thema ist gerade dein Thema. Und im Grunde ist es so, dass deine Seele dich hier durch mich daran erinnern möchte, dich darauf stoßen möchte, möchte sagen, hey, schau dir das mal genauer an. Das ist die Botschaft. Da, wenn du da hinschaust, wenn du den Fokus darauf hast, dann kannst du etwas verändern. Kannst du deiner Vision, was du wirklich in dir trägst, deines blühenden Herzensbusiness, Seelenbusiness, kannst du ein Stückchen näher kommen. Und genau das möchte ich dir hier schenken. Kostenfrei, Freihaus. Aber definitiv nicht für umsonst. Also, wenn es dir gefällt, dann like es, teile es, kommentiere es, gib mir ganz, ganz viele Herzchen und genau, teile es mit der Welt. So, und was wollte ich jetzt noch? Genau, ich wollte dir noch sagen, dass wenn du noch mehr Inspiration, Thema Seelenbusiness haben möchtest, dann geh einfach auf unsere Seite heidimariewellmann.de/coach der neuen Zeit/erfolgreich sein. Da gibt es eine achtteilige Videoserie, wo du einfach in dieses Thema komplett eintauchst. Und sind keine Miniserien, es ist wirklich so, komplett in die relevantesten Themen einzutauchen, was so ein Seelenbusiness ausmacht. Und ja, kannst du dir herunterladen, kannst du dir anschauen. Haben wir für einige Zeit noch stets zur Verfügung, kannst du dir jetzt noch holen. So, aber jetzt. Jetzt wird's spannend. Genau, Sabine schreibt auch, yes, und verdienen kommt auch von dienen. Genau, so ist es. Also sehr, sehr spannend. Und ich lege los. So, und es kommt die und die eins ist, machen wir sie denn? Die eins lautet Lieblingskunde. Erlaube dir genau die Kunden zu haben, welche du auch wirklich willst. Ey, meine Lieben, das ist ein Riesenthema. Wenn du die Eins hast, also wie gesagt, schreib auch gerne mal rein, was du hier hast, welche Zahl du dir auserkoren hast. Also wenn du die Eins hast, dann ist es wirklich so eine Aufforderung deiner Seele zu sagen, hey, dokter nicht an dem rum. Vielleicht hast du irgendwie jemand, wo du sagst, oh, das ist so,
Mit der Person würde ich so gerne zusammenarbeiten, weil sie genau das ist, wo ich sage, oh, da habe ich so Bock da drauf, das macht mir so Spaß oder das ist so das, was ich genau verändern möchte. Und jeder hat das von uns. Also wir haben sozusagen irgendeine, ich sage immer, jeder von uns hat so eine bestimmte Problemlösung, ja, aufgrund seiner Einzigartigkeit. Und genau das bedarf auch eines, oder das hat auch ein Matching sozusagen. Also es ist kein Zufall, dass du bestimmte Fähigkeiten, Begabungen, Talente hast und dass die Kombination auch so ausgeprägt ist wie bei dir. Übrigens gibt es die sonst nirgends mehr im Universum. Also du bist schon einzigartig in deiner Einzigartigkeit. Oho, wie philosophisch, Heidi. Genau. Und diese Einzigartigkeit, die ist genau das, wo du auf die Spur kommst, was dein Lieblingskunde ist. Und ich meine das Wort wirklich auch Lieblingskunde oder Kundin, also Kunde, wie auch immer, wenn du definierst. Und ich merke immer wieder, dass das hier, dass sich da viele irgendwie so einen Kopf machen. Also viele sind dann so, sie sind dann nur auf dem Punkt, okay, was habe ich zu geben? Klar, das ist die eine Seite. Aber wen möchte ich damit sozusagen, wem möchte ich dienen? Wem möchte ich helfen? Wen möchte ich unterstützen? Wen möchte ich begleiten? Das ist super spannend. Also, und da auch keine Abstriche zu machen. Also da wirklich ganz konsequent und das Wort wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu verwenden, ein Lieblingskunde, ja, wie ein Lieblingsmensch, auch ein Lieblingskunde. Du hast das auch. Und wenn du dir eins hast, dann erlaubst du dir vielleicht nur nicht so ganz deinen Lieblingskunden, ja, zu definieren, weil du vielleicht denkst, also ich habe das auch eine Zeit lang gedacht. Also ich hatte, wo ich angefangen habe, habe ich übrigens nicht wie die meisten, ja, also gerade irgendwie, dass die spirituelles Business nur für Frauen da ist. Ich kann euch sagen, das ist nicht so. Es gibt auch viele Männer, die dieses Thema angehen wollen. Und ich habe mir ganz ehrlich auf die Fahne geschrieben, und ich merke, das ist auch so spannend. Ich habe vor kurzem entschieden, dass ich mehr Männer begleiten möchte in ihrem spirituellen Wirken, im spirituellen Business vor allen Dingen. Das habe ich nämlich in meinen Anfängen als Karriereberaterin gemacht. Das war damals meine Definition. Ich wollte Führungskräfte, ja, begleiten. Und jetzt habe ich wieder Lust, Männer zu begleiten. Und das Spannende ist, kaum habe ich das für mich definiert, kommen tatsächlich auch mehr Bewerbungen, mehr Anfragen von Männern. Das ist total spannend, ja. Also, und wie du ja siehst, verändert sich das auch. Also dein Lieblingskunde kann sich auch verändern. Ich habe auch eine Zeit lang total super, super gerne nur mit Frauen zusammengearbeitet. Ja, mache ich jetzt auch noch. Aber ich habe auch Lust, wieder mit Männern zusammenzuarbeiten, weil das was ganz anderes ist. Weil da diese Challenge für mich so dieses Thema Spiritualität ist, Spiritualität in das Praktische umzusetzen. Und da nicht so dieses gleich, ich komme gleich ins Tun, ja, sondern in diese spirituelle, diese Verbindung und so weiter. Und wie gesagt, es ist nochmal ein ganz anderes Herangehen, also nicht ganz anders, aber schon teilweise. Und das finde ich total spannend, ja. Also lass dir wirklich, definier wirklich dein Lieblingskunde, der jetzt dein Lieblingskunde ist. Du kannst es immer noch ändern, ja. Was, so nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und wenn du morgen oder in einer Woche wieder einen anderen Lieblingskunden hast, dann ist es das. Aber trau dich wirklich, echt zu sein. Trau dich wirklich, das, die Menschen be zu begleiten, die du auch wirklich begleiten willst. Und mach dir keinen Kopf, weil du die vielleicht noch nicht siehst oder weil du denkst, das ist schon zu weit weg oder wie komme ich daran? Ich habe keine Ahnung. Definiere es erst. Entscheide dich und erlaube es dir. Das ist der Anfang. Alles andere ist nur die Folge von. Ja, wenn du dir jetzt im Vorfeld schon Gedanken machst und sagst, na ja, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, gibt's die, wo finde ich die und so weiter, das sind noch nicht deine Fragen. Ja, erstmal geht es darum, sich zu erlauben und sich dafür zu entscheiden. Genau. So, meine wundervollen Seelen, das war die Eins. Die Eins, die Eins. Also ich fand, die war schon mal ziemlich, ziemlich geil. Und die Zwei, die ist auch richtig gut. Ich finde natürlich wieder alle Botschaften richtig cool. Die Zwei ist auch ein Riesenthema unserer Zeit. Und gefühlt ist es auch das Thema, was so im Herbst sich herausschält, also dass das immer mehr auch das Thema wird. Ich werde auch nochmal einen Seelenimpuls für den Herbst machen, für den Sommer schon einen gemacht, aber wo ich auch nochmal so diese Energien, weil das spüre ich, das zieht jetzt schon, ja, diese Herbstenergie und dieses Thema gemeinsam wirken. Und die Botschaft lautet, es ist an der Zeit, deinen Weg in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu gehen, denn diese ist der Garant für deinen erfüllenden Erfolg. Wenn du die zwei hast,
dann ist dann wirklich, geht es darum, dass du selbst mal erstmal dir bewusst machst, wie kraftvoll, wie du bist und dass du einzigartig bist. Aber deine, nicht aber, deine Einzigartigkeit trägt dazu bei, um ein größeres Ganzes noch geiler zu machen oder noch etwas Neueres zu schaffen. Und das ist so wichtig, dass du dir erlaubst, wirklich dich zu öffnen. Ich weiß, dass das so viele Menschen sich wünschen. So viele, gerade die in diesem Bereich tätig sind. So viele wünschen sich, mit anderen zusammenzuwirken. So viele wünschen sich zum Beispiel mit ihrem Partner zusammenzuwirken oder mit Gleichgesinnten. Und genau das ist hier die Aufforderung. Und dieses sich zu entscheiden und zu sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit dafür. Ja, ich bin bereit dafür, wirklich zu sagen, ich bin hier und ich lasse mich auf ein, auf Kooperationen, auf Zusammenwirken, auf neue Ideen, auf Gespräche. Du musst dich ja nicht gleich festnageln lassen oder so oder festnageln. Aber was hier wichtig ist, ist wirklich dieses Zusammenwirken, gemeinsam wirken. Und es schließt auch ein, dass du dich von anderen Menschen begleiten lässt. Ja, also auch zum Beispiel auf deinem Weg, also dass du vielleicht Menschen hast, also so eine Seelencommunity und vor allen Dingen auch in deinem beruflichen Wirken. Weil früher, also früher vor allen Dingen, ja, so in der echten Karrierewelt, ja, in der echten, in Anführungsstrich, Karrierewelt, da gab es dann verschiedene Seilschaften. Da hast du irgendwelche Clubs gehabt. Dann, ich weiß, damals war ich auch in verschiedenen, bei den Wirtschaftsjunioren. Dann war ich auch in verschiedenen Personal Zusammenschlüssen und so weiter. Es gibt so viele, damals auch sehr karrierebetonte Zusammenwirken und Konstellationen und so weiter. Und jetzt wird es aber Zeit, dass wir neue Konstruktionen schaffen, dass wir neue Zusammenkünfte kreieren, dass wir neue Clubs schaffen, dass wir vielleicht themenbezogen auch, ja, also wirklich zum Thema Seelenbusiness, dass wir uns da zusammentun, uns austauschen, so wie man früher so irgendwelche Unternehmerstammtische gemacht hat, ja, wird jetzt vielleicht Zeit für Seelenbusiness-Smoothie-Stammtische oder sowas, ja. Also wirklich so dieses, auch wirklich dieses Zusammenkommen, das Zusammenwirken ist das eine, aber auch das sich zusammen inspirieren, also gemeinsam, ja. Und wenn du, weil viele haben immer noch dieses, ich wirken alleine und das ist das genau, was ich gesagt habe. Wenn du in einem Feld bist, das hatte ich in der Sonntags-Q&A, bin ich da sehr intensiv darauf eingegangen. Also dieses Feld, es gibt das Feld der Liebe, sage ich jetzt mal, das Feld der Angst. Und das Feld der Angst, also wenn man alles mal runterbricht und vereinfacht, dann ist dieses Feld der Angst ist aktuell noch sehr, sehr intensiv und sehr groß. Und deswegen ist es für uns, die nicht in dieses Feld einspeisen, ja, also vielleicht etwas anderes wollen, ihr Seelenbusiness erfüllt und erfolgreich leben wollen. Wenn du dich da in dieses Angstfeld begibst, dann handelst du, zwar willst du was Neues, aber du handelst noch mit alten Mitteln, ja, also mit alten Marketingstrategien, mit Verknappung und so weiter. Und da ist es so wichtig, dass wir switchen, dass wir in dieses Feld der Liebe eintauchen und das mehr nähren, ja. Und genau darum geht es hier. Also, dass wir dieses Feld, dass wir uns in dieses Feld begeben, wo eben schon Gleichgesinnte sind, wo die Energie schon eine ganz andere ist. Und je mehr wir da zusammenkommen, desto mehr vergrößern wir dieses Feld der Liebe, dieses Berufungsfeld. Ja? Und das inspiriert dann natürlich immer mehr Menschen auch. Also, es ist auch so eine wirkliche Welle. Und hier gehört für mich auch das Thema, such dir einen Mentor oder einen Coach, der einfach der dich begleitet, der an deiner Seite ist, ja. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Du musst diesen Weg nicht mehr alleine gehen, ja. Und ich finde auch hier ist es zum Beispiel sehr spannend, dass wir nicht nur mit Menschen zusammenwirken, die vielleicht gleich, also die gleichen Themen, die gleichen Herausforderungen haben, sondern uns von Menschen begleiten auch lassen, die vielleicht schon einen Ticken weit in dem Thema, wo du hin willst. Ja, also wenn es zum Beispiel um ein erfolgreiches Business geht, Seelenbusiness geht, dann solltest du dir vielleicht jemand suchen, der das schon auf die Beine gestellt hat, ja, wenn du eben noch nicht da bist. Vielleicht auch sogar über Jahre sowas praktiziert, wie zum Beispiel wir, ja. Also von daher könnte die Ausbildung zum Intuition, zum Berufungscoach vielleicht perfekt für dich sein, ja. Also findest du einfach auf heidimariewillmann.de/coach der neuen Zeit. Das ist eine Möglichkeit.
sag nicht, dass es die Möglichkeit ist, es ist aber eine Möglichkeit. Ja? Also egal, wenn du diese Zahl, die 2 hast, dann geht es bei dir darum, einfach diesen Fokus weg von dir, nur von dir, also zwar schon in deiner Kraft, und ich meine jetzt hier nicht, weil das ist nochmal auch nochmal so ein Punkt, der mir immer noch häufig begegnet. Ich bekomme immer sehr viele Fragen nach dem Motto, ja, ich habe da eine tolle Idee, was wir gemeinsam machen könnten. Also wir könnten das und das, und dann können wir mit Affiliate Link und bla 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 und überhaupt. Und ich merke, diese Energie, die dahinter ist, ist sozusagen, da will mir jemand nicht auf Augen und auf Herzhöhe begegnen, sondern will mir tatsächlich etwas kaufen, weil die Person davon ausgeht, dass ich eine große Community habe und so weiter. Und genau das funktioniert nicht mehr. Das hat vielleicht früher mal gut funktioniert, aber jetzt funktioniert das nicht. Das heißt, dieses Begegnen muss schon auf gleicher Ebene sein. Und das ist wichtig. Also egal, wem du da begegnest, ob es deine Seelen-Community ist, ob es jemand ist, mit dem du zusammenwirken möchtest und so weiter, da geht es darum, wirklich auf dieser gleichen Ebene zu wirken und zusammenzukommen. Und nicht aus dieser Bitte-Bitte-Position, ja, so nach dem Motto, ich bin der Arbeitnehmer und du bist der Geber, schon allein diese Wortbegriffe, ja, total schräg irgendwie. Und diese Zeiten, an denen rütteln wir jetzt gerade, ja. Also, schau, mit wem mach dich, und sei auch hier, sei ehrlich zu dir, ja. Genau, das war die 2. Und nun kommt die 3, die 3, die 3, und die 3 lautet, was haben wir denn, die 3? Moment, jetzt muss ich mal gerade mal kurz hier gucken. Ah ja, genau. Hier ist es. Und zwar, die 3 lautet Erfolgsroutine. Entwickle eine für dich passende Erfolgsroutine und dann praktiziere sie voller Freude und Hingabe. Und hier ist nicht unbedingt damit gemeint, also wenn du das jetzt, die 3 hast, dann solltest du dir eine Routine erschaffen, die du Freude machst und mit Hingabe. Also wenn du vielleicht hörst von diesen Morgenroutinen, du musst irgendwie, keine Ahnung, runtergebetet, so die Klassiker, Dankbarkeit, irgendwie vielleicht ein paar Minuten Sport oder irgendwie irgendetwas aufschreiben, journalen und so weiter. Und du denkst, mein Gott, ich habe gar keinen Bock auf Schreiben, ja? Ich will das gar nicht und ich will irgendwie was ganz anderes. Eigentlich ist es egal, welche Routine du für dich entwickelst. Hauptsache, sie bringt dich da, sie richtet deinen Fokus auf das, was du willst, auf den erfüllenden Erfolg, zum Beispiel mit deinem Business oder auch in anderen Lebensbereichen. Es ist völlig egal. Ja, Hauptsache, es ist das, dass du den Fokus darauf hast. Das heißt, wenn du merkst, dass du eigentlich jemand bist, der zum Beispiel gern Bewegung, also wenn du merkst, Bewegung, Natur ist genau deins und da kommen dir die besten Ideen und so weiter, dann ist das, dann bau das in deinen Alltag ein. Vielleicht startest du morgens dann mit einem Waldspaziergang oder mit einem Waldlauf und dann sagst du dir deine Meditation, deine Affirmation oder schreist sie laut raus. Solche Dinge habe ich auch schon gemacht. Also schreien durch den Wald mit meinen Lieblingsaffirmationen. Geht alles. Aber der Punkt ist, es muss dir Freude machen. Es muss dir Spaß machen. Es muss so in dieses Gefühl kommen. Weil sonst ist es so, dass du irgendwelche Routinen machst, die dir irgendjemand gesagt hat, die irgendjemand funktionieren. Und dann denkst du, oh, das hört sich super an, mache ich auch, weil das hat ja bei der oder bei dem auch geklappt. Und dann übernimmst du die und dann ist vorbei. Funktioniert's nicht. Ja? Oder du hast keinen Bock mehr nach einer gewissen Zeit. Und der Punkt ist der, ich muss es nochmal sagen, grundsätzlich ist es so, dass das, was du reingibst, diese Energie, wenn du zum Beispiel eine Morgenroutine machst, ne, weil wir wissen ja, das funktioniert ja und das ist ja erfolgreich und das musst du ja, und du aber gar keinen Bock hast, also sozusagen diese halbe Stunde aus Pflichtbewusstsein, kenne ich ja auch einige meiner Kunden, die machen das aus Pflichtbewusstsein, schreiben dann ihre Affirmationen auf und so weiter. Die kommen aber nie ins Gefühl und haben gar keinen Bock und denken eigentlich, oh, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich habe ich das schnell hinter mich gebracht. Ganz ehrlich, das bringt gar nichts, vergiss es. Geh spielerisch dann, geh freudig dran. Vielleicht machst du dir auch ein eigenes Spiel, kreier ein eigenes Spiel daraus. Also ich liebe es zum Beispiel, bestimmte Affirmationen, bestimmte Sätze oder auch mir ganze Geschichten auf dem Trampolin zum Beispiel, also
mit Musik, ich habe dann bestimmte Musik, die ich mit bestimmten Situationen oder Dingen verbinde, die ich will und die mir wichtig sind. Und da ins Gefühl zu gehen und da auf dem Trampolin rumzuspringen, das ist so geil. Oder andere Geschichte, wenn ich im Auto bin, erzähle ich mir gerne die Geschichte, die ich in meinem Leben haben möchte. Ich erzähle mir das so, wie wenn ich das einer guten Freundin erzählen würde. Ich erzähle dann alles Mögliche aus der Perspektive, also aus der Identität, die ich, wenn ich schon erreicht habe. Das ist alles spielerisch. Da gibt es kein Konzept dafür. Aber nochmal, das sind bestimmte Routinen, die ich mache. Ich mache das regelmäßig im Auto. Ich mache jeden Tag mich auf dem Trampolin. Ich gehe jeden Tag in die Natur und so weiter. Und wenn du das so einbaust, ja, ich weiß, viele tun sich vielleicht ein bisschen schwer auch mit dem Wort Routine oder überhaupt mit Routinen und denken, ne, Routine ist nichts Gutes. Ganz ehrlich, dein ganzes Leben ist eine Routine, eine einzige Routine. Du putzt jeden Tag deine Zähne, du stehst jeden Tag auf, du gehst jeden Tag ins Bett, du ziehst dich jeden Tag an, du gehst jeden Tag auf Toilette, du isst jeden Tag und so weiter. Das sind alles Routinen, ja? Und Routinen sind per se nichts Schlechtes, wenn du sie entwickelt hast, wenn sie dir dienen. Aber du solltest deine Routinen bestimmen. Darum geht es. Ja? Wenn du die drei gewählt hast, dann, wie gesagt, dann hast du definitiv, ja, dann ist es ein Thema für dich. Genau. So, ihr Lieben, gleich kommen wir zu vier. So. Irgendwie hängt es gerade wieder hier. Genau. Beständigkeit, ja. Genau, so, also, dann kommen wir, wie gesagt, zu der 4. Und die 4 ist auch sehr spannend. Das ist eins meiner Lieblingsbegriffe. Also, für manche gibt es ja das Wort Jahres, das ist für mich die Wortkreation meines beruflichen Wirkens, nämlich die 4 ist erfüllender Erfolg. Und die Botschaft lautet, Erfüllung ist das Leben deiner Berufung. Die spürbare Leichtigkeit ist die Bestätigung deiner Seele, dass du auf deinem Weg bist. Und genau dies führt uns oder dich zu erfüllendem Erfolg. Lass es noch mal bei dir ankommen. Ich lese es dir noch mal vor. Erfüllung, also deine Erfüllung, das ist der Anfang, dass du erfüllt bist, ist das Leben deiner Berufung. Wenn du deine Berufung lebst, wenn du dir selbst folgst, wenn du sozusagen dir überhaupt Zeit nimmst für dich selbst zu erkunden, deinem inneren Ruf zu folgen, das ist wahre Erfüllung. Und zwar in allen Ebenen, nicht nur im beruflichen Kontext. Und die spürbare Leichtigkeit, die sich dann einstellt, ist im Grunde die Bestätigung deiner Seele. Weißt du, wenn sich's dann so anfühlt, ja, das ist meins. Das ist, ja, das ist vielleicht am Anfang bei vielen noch nicht so, wenn sie ihre Berufung leben, weil da oft das ganze Leben irgendwie dann durcheinander gerät, manchmal auch richtiges Chaos oder wie oft in unsere Berufung geschüttelt werden. Deswegen fühlt sich's für viele am Anfang nicht leicht an. Aber wenn du mal beginnst, so konstant deinem inneren Ruf zu folgen, deine Berufung zu leben, das ist dann die, weißt du, die Leichtigkeit, die stellt sich immer mehr ein. Und das ist die Bestätigung deiner Seele, dass du auf deinem Weg bist. Und genau das Leben deiner Berufung, wirklich, das führt dich zu erfüllendem Erfolg. Es gibt für mich keine andere Konstellation. Es kann, also Erfolg kannst du jederzeit in allen Bereichen haben. Das muss aber nichts damit zu tun haben, dass du erfüllt bist, dass du glücklich bist. Erfolg kannst du haben, wenn, weißt du, wenn du dich total anstrengst, sagst, okay, ich will jetzt irgendwie 20 Kilo abnehmen, dann strengst du dich an und hungerst und machst Sport und was weiß denn ich, also was auch immer du denkst, machst und machst es auch und dann funktioniert es auch und du hast auch Erfolg und du denkst, oh mein Gott, irgendwie, ich bin total genervt und freust dich eigentlich schon, wenn das alles vorbei ist. Das hat mit Erfüllung zu tun. Im Business ist es genauso. Wenn du irgendetwas tust, damit du erfolgreich bist und sagst, okay, ich gebe jetzt irgendwie, mich streng mich besonders an und ich mache bestimmte Dinge, die ich eigentlich nicht will, aber die ich glaube, die wichtig sind für deinen Erfolg, dass du sagst, naja, okay, jeder macht irgendwie Videos, also mache ich halt auch Videos. Ich habe zwar gar keinen Bock dazu und keine Lust und irgendwie, aber das macht man halt, also mache ich es auch. Das hat nichts mit Erfüllung zu tun, gar nichts. Ja, und nochmal, erfüllender,
Das ist das, um was es wirklich, wirklich geht. Und wenn du wirklich ein Seelenbusiness, ein erfolgreiches Seelenbusiness haben möchtest, ja, dann ist das erfüllender Erfolg. Und die vier ist wirklich auch sozusagen eine Einladung an dich, das auch bewusst nochmal wahrzunehmen. Wo stehst du? Ist es wirklich der erfüllende Erfolg, den du, ja, den du anstrebst, den du erleben möchtest? Aber dann kommst du nicht drum herum, deine Berufung zu leben. Ja. Und das ist für mich so wie eine Formel. Das übrigens erfüllende Erfolg basiert bei mir auf diesem Elle-Manifest, ja. Weil Elle tatsächlich für Erfüllung, Erfolg, ja, erfüllender Erfolg. Ich habe was im Auge gehabt. Aua. Erfüllung, Leichtigkeit und Erfolg. Also die Erfüllung ist die Basis, das heißt das Leben deiner Berufung. Deine Seele zeigt dir durch die Leichtigkeit, dass du letztendlich auf deinem Weg bist und das führt zu deinem erfüllenden Erfolg. Also Elle. Und Elle ist mein Business-Manifest. Ja? Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du das. Und genau das ist das Thema. Tauche ein in den erfüllenden Erfolg. Jage nicht nur dem Erfolg hinterher, sondern genau dieser Konstellation. Genau. Ja, Sabine schreibt wegen Nummer 4. Wow, ist das schön. Ja, genau, finde ich auch. Danke. Das hat nur nichts mit Leichtigkeit und Fülle zu tun. Genau, wenn wir uns nicht leben, hat es nichts mit Leichtigkeit und Fülle zu tun. Genau. Ja, sehr schön, sehr gerne. Der füllende Satz. Ja, sehr schön. Sehr schöne Konstellation, Peter, eben mit deinem Schreiben. Genau, so, und nun kommen wir zu der 5. Wenn ich gesehen habe, haben ja viele auch die 5 hier. So, und tada. So, die 5 ist Boomerang. Ein Solopreneur, also wirklich Soul von Seele, ja, weiß, dass das Berufsleben oder überhaupt das Leben ein Boomerang-Spiel ist, in welchem seine Gedanken, Gefühle und Handlungen stets zurückkommen. Ja, und hier möchte ich nochmal dieses, wirklich auch dich daran erinnern, wie alles zusammenhängt. Ich habe heute ein kurzes Live-Video gemacht, da ging es auch darum, glaub deinen Gedanken nicht alles. Und vor allen Dingen, deine Gedanken bestimmen letztendlich auch deinen Erfolg oder Misserfolg, in Anführungsstrich, mit deinem Seelenbusiness. Ja, und deswegen, dir bewusst, das, was du reingibst, ja, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen, die kommen zurück. Du kannst das Universum nicht bescheißen. Du kannst nicht sagen, na ja, jetzt mache ich noch mal, weil ich irgendwie Angst habe, nicht genug Kunden zu kriegen, mache ich noch irgendwie eine Aktion. Nicht, weil du die Aktion, weil du Bock hast auf die Aktion, sondern weil du Angst hast, du bekommst nicht genug Kunden. Immer wenn du in diesem State bist, in diesem Mangel-State, dann bitte denk daran, Boomerang, es kommt zurück. Ja, dann fühlt es sich wirklich nach harter Arbeit an. Dann denkst du, oh mein Gott, da muss ich noch das machen. Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal das. Und dann vielleicht nochmal Facebook-Ads schalten, und dann das nochmal, und dann da nochmal was. Das ist aus dem Mangel. Also frag dich immer, wenn du die 5 hast, geht es wirklich darum, dass du dich selbst checkst. Was sind, weil deine Gedanken sind letztendlich der Ursprung. Ja, vor allen Dingen die wiederholenden Gedanken werden ja zu Gewohnheiten und damit werden sie, verbindest du auch ein Gefühl. Und wenn Gefühle zu Gedanken hinzukommen, wenn deine Gedanken mit Gefühle durchdrängt werden, oh mein Gott, dann ist schon so weit, dass es immer mehr, ja, sich auch zeigt. Das ist ja auch positiv zu sehen. Das heißt, ich habe das jetzt nur negativ dargestellt, aber genauso ist es umgekehrt. Das heißt, wenn du einen Gedanken immer wieder denkst und den immer mehr mit Gefühl drängst, ja, und dann die entsprechenden inspirierten Handlungen tust, ja, dann manifestierst du genau das, was du wirklich willst. Boomerang, ja. Und ich möchte dir das wirklich so das vorstellen. Nimm dieses Bild auch mit. Du kennst einen Boomerang, ja. Vielleicht hast du es auch schon gespielt. Also ich weiß, was ich das erste Mal gespielt habe. Das Ding ist echt gefährlich, finde ich. Ja. Man muss da schon auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Und es kommt aber tatsächlich immer zurück. Ja, und manchmal nicht aus der Richtung, wo du denkst. Also wenn du das wegstellst, so nochmal, Boomerang, das kommt ja nicht so direkt zurück, sondern manchmal denkst du, oh, das kommt ja, geht ja gar nicht, geht vorbei und dann kommt es irgendwie von hinten, ja. Und genau das sind Gedankengefühle und Handlungen. Also achte darauf, wirklich schau mal, beobachte dich vor allen Dingen am Alltag.
Das, was du so den ganzen Tag über denkst und was du auch glaubst, also du, wenn du zum Beispiel irgendetwas sagst, du sagst zum Beispiel, nee, das ist nicht möglich. Also ich kann nicht innerhalb von 10 Tagen irgendwie 5 neue Kunden haben. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich. Und dann frage dich, wenn du diesen Gedanken hast und diesen Glauben auch vielleicht, will ich das wirklich glauben? Und wenn da ein Nein kommt, weil dein System sagt dir, was du wirklich glauben willst, das ist echt. Und dann kannst du dich fragen, okay, wenn ich das nicht glauben will, was will ich eigentlich glauben? Ich will vielleicht glauben, dass es easy peasy ist, in ein paar Tagen 5 Kunden zu haben. Ich will vielleicht sogar glauben, dass ich jeden Tag 5 Kunden, neue Kunden habe. Ja? Also nochmal, es ist egal, was du glaubst. Wirklich völlig egal. Ob du denkst, du machst jeden Tag 1 Million, ob du denkst, dass du nie in deinem Leben 1 Million machen wirst. Alles ist wahr. Alles ist wahr, weil du es glaubst. Und dein Glaube ist eine Energiefrequenz. Und diese Energiefrequenz matcht sozusagen im Feld der Möglichkeiten die Identität, die eben das genau spiegelt. Ja. Und deswegen erlebst du bestimmte Dinge nicht, weil die Welt sich irgendwie verschworen hat, weil es so ist, wie es ist, wie ja viele sagen, ja, das ist aber so, das kann ich ja nicht ändern. Doch, du bist der Ursprung. Und wir können auch nur genauso die Welt heilen, indem wir uns heilen. Wir wollen gerade bei diesem Thema in der Licht- und Liebe-Fraktion, jetzt mal so ein bisschen übertrieben gesagt, und viele die Welt da draußen heilen, den Wald heilen, alles, was irgendwie nicht so gut ist, ja, was wir glauben, was irgendwie nicht heil ist. Wenn wir beginnen würden, bei uns aufzuräumen, uns zu heilen, dann breiten wir durch unser Feld, durch unser Heilfeld, speisen wir das gesamte Feld. Wir sind alle eins. Wir sind alle miteinander verbunden. Wenn ein Teil des großen Ganzen in die Heilung kommt, dann steckt das andere auch an, in die Heilung zu kommen. Und je mehr sich genau so verhalten und je mehr sich da zusammenschließen, das ist das, was ich vorhin meinte, desto größer wird dieses Feld. Das ist doch geil, oder? Ja, genau. Also. Für dich Boomerang. Nimm das einfach mit, diese Vorstellung, und mal, welche Boomerangs du tagsüber loslässt in deinem Leben. Ja? Sind es Boomerangs, die du haben möchtest, ja? Die wieder gerne zu dir zurückkommen sollen, also weil du positive, weil du wundervolle, dankbare, liebevolle Gedanken und Handlungen praktizierst und Gefühle hast? Oder sind es Boomerangs, die auf Angst und ich kriege das nicht hin, ich vergleiche mich immer und so weiter basieren. Das sind die spannenden Fragen. Genau, so, jetzt habt ihr ja schon noch was geschrieben. Sehr schön. Ja, super, danke. Ja, das stimmt. Positiv gerade. Genauso ist es. Wir sind der Ursprung, wir geben Herz, Liebe, Licht oder nicht. Genau. Ja, genau. Auf den Punkt gebracht, Peter. Ja, richtig. Genauso ist es, meine Lieben. Also, das war die Seelenbotschaft für, ja, deinen erfüllenden Erfolg mit deinem Coaching, Herzensbusiness, Seelenbusiness. Wie gesagt, möge es dich inspirieren, genau, ja, dich selbst zu entfalten und dadurch auch wirklich dieses Feld nochmal der Liebe, der Berufung zu speisen und es immer mehr zu vergrößern. Genau deswegen, 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 deswegen mache ich das hier. Also. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir ein Herzchen, teil das Ganze, lass andere daran teilhaben und ja, setz es vor allen Dingen um. Genau. Also, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit. Lasst euch gut gehen und wir sehen uns spätestens am Donnerstag zu der allgemeinen Berufungsseelenbotschaft. Also, bis bald. Ciao.